Hey Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist der 31.12. und heute ist Silvester. Für die Kaninchen wird heute einiges passieren. Und ja, ich dachte, ich nehme euch dabei einfach mal ein bisschen mit, denn es steht heute einiges an. Die Kaninchen habe ich nämlich beschlossen, werde ich für die Silvesternacht reinholen zu uns ins Haus, in den Keller, denn da bekommen sie es einfach nicht so mit, denn wir haben alle die Befürchtung, dass es dieses Jahr sehr, sehr laut werden wird und sehr viel geknallt wird und den Stress möchte ich einfach den Kaninchen nicht machen. Die letzten 3 Tage gab es immer mal wieder Böller und da haben sie sich schon ziemlich erschreckt und deswegen... ja, will ich ihnen das einfach nicht antun. Und deswegen kommen sie rein, dann muss ich da noch das Gehege vorbereiten und noch ein paar Dinge. Ich will noch so ein Papphäuschen dafür basteln und noch mir ein paar Beschäftigungen ausdenken, dass es nicht so langweilig wird, denn in dem kleinen Ställchen-Gehege, sag ich mal, haben sie natürlich nicht so viel Platz, wie sie hier jetzt überall hätten. Deswegen möchte ich ihnen noch ein paar Beschäftigungen machen, dass sie irgendwie so ein bisschen abgelenkt sind. Sie sind jetzt schon den ganzen Morgen auch draußen, dass sie sich schon ein bisschen austoben können. Und als erstes werde ich jetzt hier aber gleich mal sauber machen, denn dann habe ich das schon auf den Füßen und ich mache das jetzt ganz flott und zwar einfach mit Schnipsen. So, ich habe jetzt alles sauber gemacht und ich möchte jetzt ein kleines Experiment machen. Das müssen die Kleinen noch ein paar Mal üben. Ich kümmere mich jetzt auf jeden Fall um das Gehege, denn ich muss es noch aufstellen und einrichten. Und ja, versuche da auch ein bisschen bei mir zu filmen. Die Kaninchen sind noch, die 3 anderen sind noch im Auslauf. So, ich habe das Gehege aufgebaut. Ich kann euch ja mal ein Foto einblenden. Da fehlt jetzt noch die Toilette. Dann nehme ich dann die mache ich nur noch frisch. Eben habe ich nur ein bisschen Heu wieder drüber gestreut. Die ist noch nicht ganz voll, aber ich will sie trotzdem frisch machen. Und ich nehme noch die Heuraufe mit. Da hängt zwar die Heuraufe momentan drin, die über der Toilette war, aber die hält nicht so gut an dem Gitter. Die ist besser, deswegen nehme ich die. Die haben wir auch selber gebaut. Da kann ich euch ja mal ein Foto in der Beschreibung verlinken. Und das war es dann auch erstmal für heute Morgen bei den Kaninchen. Heute Nachmittag geht es weiter. Und wenn die Kaninchen dann heute Nachmittag auch reinkommen, mache ich erst Futter und Wasser rein, damit das alles frisch ist und dann sehen wir uns nachher wieder. Am Nachmittag habe ich dann die Toilette frisch gemacht und die Kaninchen in ihre Transportboxen verladen. Leo, Lucky und Mörchen sind direkt reingegangen, aber Socky wollte nicht mit Leo in eine Transportbox, deswegen habe ich sie dann nochmal extra geholt. Noch alle. Ich habe ihnen gerade ein bisschen Müsli gegeben und gleich gibt es natürlich, hole ich jetzt noch frisches Wasser und ja, Abendessen gibt es halt heute mal ein bisschen früher, die kriegen aber nachher natürlich auch noch was. Und ja, die Toilette steht jetzt hier auch mit der Heuraufe und wir haben hier oben noch so eine Bettdecke bzw. so ein Bezug von der Bettdecke drüber gelegt, hatten wir noch hier unten. Dass sie einfach nicht irgendwie da drauf oder da drüber springen und das einfach hier so ein bisschen von oben quasi geschützt ist. Also es kann natürlich hier nichts reinfallen und nichts, aber einfach, dass sie das Gefühl haben. Ich war eben spazieren, es wurde schon einiges geknallt. Ich kann euch ja da mal so ein paar Aufnahmen reinschneiden und ich gucke dann nachher heute Nacht nochmal nach ihnen und gehe jetzt erstmal rüber, denn gleich kommen noch Freunde von uns und wir machen Raclette.